So, da sind wir auch schon wieder bei Gothic 3. Ja, Ende der letzten Folge waren wir hier nochmal bei dem Roland, glaube ich. Oh, wir sehen immer noch so geil aus. Und Owen. Ach so, du bist das. Ja. Und wir hatten jetzt, glaube ich, beschlossen, dass wir zuerst nach Nordmar hochgehen, ne? Ich glaube. Ich guck mal ganz kurz über die Quests. Genau, wir sollen für Ruber herausfinden, was Xardas plant. Wir haben ja den König getroffen vor ein paar Folgen oder letzte Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Egal. Ich guck mal kurz, ob wir vielleicht noch irgendwie was anderes haben, was uns und so weiter helfen würde. Ich würde mal sagen, da ich die Paladin-Rüstung schon anhab, wir haben uns ja mehr oder weniger schon für die Rebellen entschieden. Schon vor langer Zeit. Dass wir das angehen, was für die Rebellen und gegen die Orks gehen würde. Ich werde noch keine Städte befreien, aber ne? Und so. Zum Beispiel sowas hier. Ob man sowas vielleicht schon hinkriegt. Ohne dass sie in Tredis gleich einem auf den Eumel geben, auf den Dötz. Was gibt es sonst noch? Freie Silden von den Orks, Tod, Inoklesheimich, sklavenfrei, der Grundrebell, bla bla bla. Oder hier Karmax Artefakt zum Beispiel schon holen. Und wir müssen unbedingt Hämmerspitzhacken und Sägen sammeln. Ein hartes Stück Fels ist das. Da werde ich gleich mal bei allen Händlern, Zeig mir. die irgendwie was verkaufen, mal gucken. So, das ist logischerweise ein Magier, der dürfte sowas nicht haben. Zeig mal hier, das interessiert uns eher weniger. Aber das will ich jetzt pushen. So schnell wie möglich. Weil was Rüstung angeht, sind wir jetzt eigentlich schon top-notch, also oberste Gehaltsklasse. Ja, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen stärker werden. Dazu bist du 14 Alchemiepunkte, okay. gut. So, 5. Ja, komm. Nur So, dann fehlen uns noch 4, glaube dazu ich. bist du 4, genau. Jo, Telefon geht wieder steil. Da gehe ich diesmal nicht ran. Lass mich in Ruhe. Noch ein Händler. Warte mal, der hier, der war ja jetzt in Gotha, genau. Ich weiß, der Roland hier verkauft noch was. Aber ich glaube nicht Hämmer und sowas, ne? Nö. Okay. 13.000 hat er aber. Das ist gut zu wissen. Bei dem können wir also noch verkaufen. Der hat noch ein bisschen Gold over Tash. So, wer verkauft denn sonst noch was? Der Schmied hier? Der könnte sowas haben. So, Mannig. Zeig mal. Bop, 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 bop. Eine Spitzhacke, die nehme ich mit. Am besten du erledigst das selbst. Und Hämmer und Sägen, aber da sehe ich gerade relativ wenig das von. nie was. Zack. So, wir hatten hier noch ein. Wir sehen uns. Lass dich nicht unterkriegen. Erstmal Pause machen. Wir können später noch reden. Hatten wir hier nicht noch einen Am Jäger, der besten was du hältst verkauft? dich darauf. Hier, Candela. Falscher Candela. Nö. Okay. Hat er Wolfsfälle? Nö, hat er auch nicht. Egal. Du bist ein Rebellenveteran. Okay. Wir werden mal back to the roots gehen. Bin ich zumindest stark dafür. Ordensschwert. Ach ja, das war das große Ding, was so langsam war. Ja, nee. Gut. Paladin-Schild haben wir auch schon. Wie steht das jetzt eigentlich um unsere Stats? Hier sind wir durch, was Schwertmeister angeht. Das ist zweihändiger Kampf. Orktöter will ich unbedingt noch lernen. Ich denke mal, das kann man in Nordmar lernen. Armbrust haben wir voll ausgebildet. Große Waffen müssten wir theoretisch noch die 3 lernen. Obwohl ich nicht weiß, was das Hör bringt. bloß auf mit der Scheiße. Paladin würde ich gerne lernen. Wenn er so weitermacht, wird Und Regeneration wäre ja auch nice, ne? Am besten du So, hältst dich Bogen. daraus. Irrelevant eigentlich. Benutze ihn nicht. Wildjäger, nö. Ist das dein Ernst? Orkjäger, Bogen, nö. Lautloser Jäger brauchen wir eigentlich auch nicht. So, Magie. Was Schnelles kann denn Lernen so wäre groß vielleicht noch Schönes? ganz nice, aber Hör da brauchen bloß wir noch auf mit der 20 Scheiße. mehr altes Am Wissen. besten du hältst dich Das daraus. ist eigentlich Nein, alles weil es total immer so egal. einfach wäre. Die beiden würde ich auf Trotzdem gefällt jeden mir das Fall noch Ganze lernen gar wollen. nicht annehmen.
Ist das dein Ernst? Sind wir eigentlich mal bei Manik... Ach nee, wir haben gar keine... Ich denk drüber nach. Gar keine Lernpunkte. Aber ich weiß, in Nordmar kann man ein Schwert schmieden, das extrem nice ist. Eine Einhandwaffe. Jo, hat obligatorische Ruckeln. Ja, yeah, aber diesmal richtig. Ja, ist doch gut. So, jetzt steht erstmal wieder. Moment. Und da geht weiter. So, was ich sagen wollte. Wir gehen mal back to the roots. Wir gehen mal nach Adea. Ist nicht bekannt, wo man ankommt. Ach ja, stimmt. Das war der Teleport aus der Kuppel raus. Damit kommt man direkt zum Thronsaal. Und das ist ja der... Genau, da kommt man dann in den Tempel. Aber wir wollen nach Adea. Wie gesagt, alle Händler mal abklappern. Gucken, ob vielleicht irgendwo was Neues gibt. Man weiß ja nie. Ja, ja. Ist jetzt eine ganze Strecke, die wir zurücklegen. Na, da sind wir auch schon. Aha. Einmal kurz laden lassen. So, wen haben wir hier? Wir haben einen Neuling. Freiter Bauer, Freiter Hirte. So, du bist Hammler. Zeig mal. Hast du irgendwas? Du hast einen Schmiedehammer. Schmiedehammer ist kein Hammer. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Dietriche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Gibt es denn normale Hämmer oder ist mit Hammer Schmiedehammer gemeint? Schmiedehammer? Normale Hämmer. Das hätte er doch besser wissen müssen. Hm. Hammer. Gibt es tatsächlich. Wir haben nur einen. Ja, moin. So. Dann Rebellenveteran, Königstreuer, Kult. So, einmal zum Schmied hier gucken. Zeig mal. Was hast du so Schönes? Du hast eine Spitzhacke, die nehme ich gerne. Hammer hast du nicht. Okay. Zack, zack. Was brauchen wir denn? Was haben wir an Spitzhacken? Zeig mal. 15. Wie viele brauchen wir? Spitzhacken. 20. Okay. So, ist hier noch irgendwo einer drinne? Nö. Ausgeräumt hatten wir ja damals schon alles. So. Dann haben wir hier einen befreiten Hirten. Ansässiger Händler. Zeig mir das. Zeig mal. Schmiedehammer. 12 Dietriche. 2 Spitzhacken. Okay. Zack, zack, zack. Brauchen wir noch 3 Spitzhacken. Hör bloß auf. Oh. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Das finde ich auch. So, hier ist keiner drin. Guck dir so. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, mit dem haben wir gerade geredet. Hier ist niemand. So, einmal hier oben gucken, ob sich hier irgendwo einer versteckt. Zack. So, befreiter Hirte, befreiter Sklave. Ich glaub dir kein Wort. Befreiter Hirte. Hier einer drinne. Bürste. Haben wir hier noch nicht drin? Ein Hammer. Nice. Ruhe. Hm. Hier waren wir wohl noch nicht drinne. Schau mal einer, guck. Freiter Bauer, Neuling. Okay. Freiter Rebellen, Miliz, Miliz. Du bist Ioma? Zeig mir. Ach, der Typ mit seinem Lampenöl, ne? Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Emma hat er keine. Zack. Dann haben wir mit der Spitzhacke jetzt 18. Genau. Brauchen wir noch 2. Hey, Anna Rebell. Eifriger Rebell. Hey. So, das gibt war ich hier drinnen gucken? Panzer der Rebell. Was kann denn schon groß passieren? Okay. Mal hier oben gucken. Miliz, königstreuer Rebell. Hat die mich alle immer so blöd anglotzen, haben wohl noch nie einen Paladin gesehen, wa? Hier ist niemand. Boah, nicht runterfliegen hier. Gleich mal speichern. Bevor ich hier wirklich runtersegel. So. Zack. So, wen haben wir hier noch? Kämpferin, Miliz, Rebell. Hier ist keiner, den haben wir schon gelesen. Hör auf so zu glotzen.
Die Zelle. So, Rebellen, freier Soldat. Wir haben dir viel zu verdanken. Der Meinung bin ich aber auch. Bult ist irrelevant. So. Und euch kennen wir ja schon. Was man so rum erzählt. Na gut, wir können nochmal zu Jack gehen. Vielleicht hat der noch eine Spitzhacke im Inventar oder einen Hammer oder irgendwie was. Dann geht es nach Kapdun, gucken wir da mal. Dann nach Montera. Halt alle Städte einfach mal fix abklappern. Fix in Anführungszeichen. Ahirsch. Ahirsch läuft hier lang. Jack. Zeig mal. Du hast 9 Dietriche und eine Spitzhacke. Hammer hast keine. Okay, also haben wir dann 19 Spitzhacken. Und wieder ordentlich Dietriche, wa? 61, ja moin. So, habt hier... Ja, nach Redok können wir nochmal. Für Redok. Das Kaff gab ja auch noch, stimmt. So, dann gucken wir hier mal kurz. So, Gelfor, zeig mal. Was hast du so Schönes? Okay, was ist das für eine Armbrust? Kriegsarmbrust wäre natürlich auch nice. 40.000 habe ich gerade überhaupt nicht auf Tisch. Aber der hat auch noch ordentlich Gold. Ran, eifriger Rebell. Das hat uns gerade. Gut, dann gehen wir mal fix nach unten. Der Marlo könnte noch was haben. Der, wie heißt der Magier hier? Sebastian? Nee, das war ein anderer, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Der wird wahrscheinlich nichts haben. Moin. Nee, der hat eine Novizenrobe. So. Dann Miliz. Wir sehen uns. Ja, ja, Marlo will ich. Du hast eine Spitzhacke. Du hast 5 Dietriche. Okay. Dann brauchen wir noch. Ja, dann haben wir die Spitzhacken schon mal voll. Das ist gut. So, Bult. Mal liegt hier nirgendwo rum. Ich will keinen Ärger haben. Ich auch nicht. Mann, hab ich Durst. Dann trink was. So, hier gab es noch Kopper. Ach ja, der an meiner Seite kämpfen würde. Neuling. Hast du nichts zu tun? Doch, mehr als genug. Mehr als du. Du hast keine Hämmer. Nö. Und was braucht mir noch? Segen, ne? Jo. Beliz, Norris. Okay, der kann jetzt Stärke weiter beibringen. Geh weg. Nochmal fix gucken nach ein paar Hämmern. So, ich glaube, der Dude verkauft einem auch noch was. Jo. Zeig mir dann. Jägerkleidung, genau. Aber der hat auch nicht relevantet. Na gut. Dann nach Kapdun. Wir brauchen noch Sägen und Hämmer. Sägen und Hämmer. Verschwinde. Lass mir in Ruhe. Was willst du? 50 Euro und ein Döner. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Jo, hab ich. So, du hast bestimmt nichts von beidem. Nö. So, hast du noch irgendwas? Ah, okay. So, hast du eine Säge oder einen Hammer da? Nö. Du verkaufst, glaube ich, auch noch was? Nö, aber du... Alles klar. Hier der Händler. Genau. Der Umbrak. Urkrass. So hieß er. Irrelevant. Brauchen wir nicht. Einige Probleme. Dann Seruk hat was für Diebeshandwerk, Cyrus. Ortega ist tot. Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. Genau. 250 Erfahrungen immerhin noch. So, was hast du? Plön. Also überhaupt nichts.
So, da oben war eigentlich kein Händler weiter, ne? Ne, ich kann auch mal mit dem Arenameister sprechen, aber ich glaube, der verkauft einem nix. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich ruhe mich ein wenig. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kümmer dich besser, lass uns ganz in Ruhe reden. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay, hier gibt dann auch nichts. So, das nächste wäre dann Montera. Da. Zack. Der letzte Scheiß. Na los. So. Ruckel, ruckel. Rein. So, einmal bei Imsen hier gucken. Am besten du hältst dich da raus. Der hat 10 Dietriche, nice. Aber ansonsten nix. Das nimmt kein gutes Ende. Okay. Immer kurz reingucken. Sense. Eine Klaue? Tatsächlich, Wildschweinfälle. Einfach mal nach ein paar Hämmern oder so suchen. Das ist ein Bogen da. Mhm. Das hat uns gerade noch gefehlt. So. Geh ich mal jetzt auch in jede Hütte rein. Ja, nun tut man nicht so, als wenn ihr irgendwas hättet, was ich klauen kann. Hey, hier gibt wirklich gar nichts in den Sklavenhütten. Nö. Bei ihm mal hier reinschneiden und gucken. Och, nix. Bradley. Stör mich nicht. Bradley ist noch ein bisschen angepisst auf uns, weil wir ihm die Liste geklaut haben. Hier mal reingucken. Nisch. Hey. Krano. Mach hier keinen Ärger. Klar? Puh, kannst mir mal. Lass mir mal am Tüffel tuten. Du solltest jetzt gehen. Besser du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Ich krieg bestimmt keinen Ärger. Du höchstens. So. Darum gegangen. Söldner, Söldner. Hier gibt noch die Assassine drinne. Basir. Basir hat eine Spitzhacke, brauchen wir aber nicht. Ansonsten hat er nichts. Dann gibt ihr noch den dicken Daniel. Der hat 10 Dietriche, nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Darf nicht wieder mein ganzes Geld rausschmeißen. Marek. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hat Marek was bei sich im Haus? Zwei Händler, ja. Schatulle. Okay, guck nicht so. Es gibt doofe Pfoten. Kann dir doch egal sein. Du hast 6 Dietriche. Zack, zack, zack. Ist das dein Ernst? Der will nicht mehr mit uns handeln, leider. Dir fehlt es an der nötigen... Hey, das könnten wir aber schon lernen, das ist gut zu wissen. Brauch für ein Schwert in Nordmar Waffen aus reinem Erz schmieden. Das lernt man, glaube ich, auch nur da. Aber dafür muss man... genau, dafür muss man Erzwaffen schmieden gelernt haben. 50 Schmiedekunst haben wir auch, genau. Alles klar. So, wen gab hier noch als Händler? Den Assassin hier oben? Das ist ja mal wieder typisch. Hat der einem was verkauft? Ich glaube nicht, wa? Ich muss nachdenken. Dann denk mal. So, einer von den Gladiatoren vielleicht noch. Ansonsten oben bei den Orks. Okay, Söldner, Söldner. Hugo. Liebeshandwerk. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Aber mehr als genug. Kümmer dich besser um deinen Kram. Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich ein wenig aus. Gut, von denen hat auch keiner irgendwas. Ich brauche einen Hammer. Nur zu sein brauche ich viele Hämmer. Ich bin nämlich der Hammerman. So. Geh mal kurz reingucken. Hammer. Oh, hier ist noch ein Waffenbündel. Nimm ich doch mit. Na gut, dann gehen wir mal hoch zu den Orks. Waren wir hier schon mal drin? Bist du? Ein Hammer. Nice. Besen. Schürhaken. Schürhaken. Okay. Da liegt noch was. Ein Dietrich. Eine Bürste. Okay.
Hämmer liegen also gerne da, wo Sachen kaputt sind. Hey, hier anscheinend nicht. Mal hier rein. Oder Hämmer liegen da, wo gebaut wird, logischerweise. So, Jarok. Jarik. Auch gut. Hast du irgendwas Relevantes? Was bist du? Amulett des Lichts. Langweilig. Nö. Armbrust. Langweilig. Hast du hier zufälligerweise einen Hammer rumzuliegen? Den muss ich dir dann leider klauen. Nö. Wir werden es ja sehen. Hier ist eine Tür. Was hier hinter ist, weiß kein Mensch. Ich speichere mal und versuche, die mal aufzumachen. Wir sollten den Mauer eine Lektion erteilen. Die Hand, die sie füttert. Hä? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Drei Truhen. Und ein Waffenbündel. Zack. Gut. Voll mach dich stimmt. Nützlich, Mora. Hallo, mach du dich noch nützlich. Hey, der kann einem auch nicht beibringen. Ich brauche Hämmer. Warte. Ich brauche Ruhe. Und ich brauche Hämmer. Du mir einen Hammer, dann gebe ich dir Ruhe. Viel Gold. Chemietisch. Hammer, 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 Tätere. Kein Hammer. Okay. Das ist meine Meinung dazu. Waren wir hier dann überall? Bei jedem Sag Händler und so weiter? Ich glaube ja, ne? Auf den Höfen. Auf die Höfe können wir noch mal Lucky Lucky machen. Ruckel, ruckel. So. Und mitunter bei den Rebellen-Außenständen kann man ja auch noch was kaufen. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Söldner, Veteran. Einmal in die Hütte gucken. So, du bist Dennis. Lass mich nachdenken. Ich lass dich nachdenken. Alles gut. Du solltest jetzt gehen. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Okay. Was willst du hören? War doch nie anders. Dann gehen wir einmal zu den Rebellen hier. Warte mal, wo waren die denn? Ach, da. Da noch einmal gucken. Nö. Dann einmal zum Kornhof. Ja, auch ein bisschen ausschauen nach Hämmern und Sägen und sowas haben. Vielleicht schon so Sonnenkraut, Ruhe. Okay. Gibt nichts. Danach wäre das nächste Ziel Gotha, dann Okara. Ran. Okay. Ich denke darüber nach. Ich habe deine Weizensäcke nach Montera gebracht. Wer sagt's denn? Doch noch jemand da, auf den man sich verlassen kann. Danke. Hier, dein Sold. Danke, danke. Was kann denn schon? Hast du noch irgendwas Relevantes? Nö, okay, weiter. Du solltest meinen Rat an. Auch nicht. Ob du damit recht hast. Mitten im Kreis drehen. Sehr gut für die Orientierung. Hey, du bist ein versklavter Soldat. Überall nicht. Hinten noch einmal reingucken. Wasser, Schinken. Ich brauche kein Wasser, ich brauche kein Schinken. Ich brauche einen Ruckler. So, wo sind wir? Ach, hier. Oh. Da gibt's Sachen oben drauf. Wie komme ich da hin? Ich will da hin. Alles klar. Kann man so rum da hochspringen? Jo. Nice. Hallo. Spring hoch. Blöde Sau. Ha. So. Und hier. Nein. Und hoch. Hoch. Höher. Ich dreh ab. Hoch. Hoch da. So. Schwarzer Rober, schwarzer Rober. Okay. Weit so gut, aber da gibt noch mehr. Hier. Und fast da. Okay. Münze, 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 Gold. Dietrich, Wein, Dietrich. Noch irgendwo was?
Nicht, dass ich jetzt sehen würde. Okay, dann gehen wir wieder runter hier. Und hier raus. Gut, hier gibt es so weiter nichts. Den Weg nach Gotha laufe ich jetzt nicht. Teleportiert mir lieber. Und zack. Da sind wir auch schon. Befreiter Bauer. Hey. Da ist der Schmied. Zeig mir das. Hast du einen Hammer? Nee. Die Rubinklinge brauchen wir, glaube ich, auch. Um das eine Schwert aus Nordmadar zu schmieden. Truhe. Als ich hier durch bin, habe ich ja, glaube ich, nur auf die Truhen geachtet. Weiß gar nicht, ob ich den Rest auch habe mitgehen lassen. Hat einfach nur so rumlag. So, guck mal, hier ist ein Baumstamm. Gibt hier auch eine Säge? Nee. Miliz. Okay. Nicht. Weiter hier runter. Soldat, Sklave, Hirte. Jämmerin. Sklave. Raus. Nächstes Haus. Rein. Umgucken. Nicht. Und nächstes Haus. Zieht sich jetzt natürlich alles ein bisschen. Aber was sein muss, muss sein, ne? Hier in der Höhle mal gucken. Truhe ist leer. Korb ist leer. Ich sehe gar nichts. Okay. Wer ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Genau. Der Meinung bin ich auch. Okay, nisch. Hammer und Säge, Hammer und Säge. Nicht, dass ich zwischendurch vergesse, was ich überhaupt will. Laufe ich einfach überall lang? Für nischt. Hammer und Säge. Ich brauche Hammer und Säge. Eine Hammer und Säge. Hier ist nix. Einen weiteren Eingang gab noch hier rum. So. Lucky Lucky machen, da war noch eine Truhe. Aber auch nischt mit Hammer und nischt mit Säge. Hallo, nicht in Boden backen, bitte. Gleich mal speichern, bevor wir irgendwie wieder durch die Welt fallen, wie im ersten Teil. So. Einmal die Fackel weg. Weiter nach oben. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Der Meinung bin ich auch. So, Alchemist, mit dir sprechen wir gleich. Ich sehe weder Hammer, ich sehe weder Säge. Und hier sehe ich erst gar nichts. So, hier gibt es noch einen zweiten Stock. Zack. Hammer und Säge. Hallo. Hallo. Säge, Hammer. Muss hier denn keiner irgendwie bauen oder so? Kann doch nicht wahr sein. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Könnte wetten, irgendeinem Händler habe ich das alles verkauft. Ist das denn ernst? Hey, hier ist auch nicht. Hier irgendwo was? Nee. Mann. Händler. Der hat 8 Dietriche und einen Schmiedehammer, den wir nicht brauchen. Wir brauchen normale Hämmer. Normale Hämmer für normale Leute. Hey, Truhe, bla bla bla. Du solltest seinen Rat annehmen. Born. Den können wir nur mitnehmen. Ich frage mich, wie weit der mitkommen würde, ob man den jetzt wirklich 24/7 an seiner Seite haben könnte. Aber ob man das will, ist die andere Sache. Bis jetzt hat er einem ja nur Probleme gemacht. Nicht. Ach, meine Nase juckt. Okay. Wasserfass. Viel Gold. Das habe ich wohl übersehen. Offensichtlich. Okay, auch keine Säge irgendwo was. Ja, mal reingucken. In der Teppichmacherei. Am besten du hältst dich da raus. Daran, bla bla, talentierter Schmied. Ja, kann sein. Der hat nichts. Der hätte eine
Spitzhacke, aber davon haben wir ja nur genug. Truhe. Okay. Nüs. Nüs hat er da.